Die Präsidentenwahl am kommenden Sonntag begleiten wir die Kandidaten. Gerald Gross hat heute Halt in Oberösterreich gemacht. Der ehemalige FPÖ- und BZÖ-Politiker war mit seiner Wahlkampftour am Linzer Urfahranermarkt. Bei sonnigem Herbstwetter kommt Gerald Gross am Linzer Urfahranermarkt an. Schon nach wenigen Schritten werden Fotos gemacht. Der Autor und Kolumnist geht gezielt auf die Menschen zu. Freue mich, grüß Gott. Wir sind gern gekommen. Danke. Danke. Grüß Gott. Wie geht's euch? Woher seid ihr? Aus dem Mühlviertel. Aus dem Mühlviertel Lexrauer gefahren. Eine Bühne oder große Reden gibt es heute nicht. Das habe es auch den ganzen Wahlkampf über nicht gegeben, heißt es. Man wolle bewusst unter die Menschen gehen und sich mit ihnen unterhalten. Wählst du Gerald Gross, bist du van der Bellen los. Gott sei Dank. Die Regierung entlassen und der politischen Oberschicht einen Denkzettel verpassen. Das seien die ersten Vorhaben, wenn er Bundespräsident wäre, betont Gross. Für ihn ist es der erste Besuch am Linzer Urfahranermarkt. Der ist ja riesig, der Markt. Grüß Gott. Da machst du ja fast einen Wandertag. Nach gut einer Stunde ist der Wahlkampfbesuch in Linz dann beendet.